Liebe Zuschauer, wollt ihr, dass Udo die Garage mal aufräumt, damit er hier auch mit dem Trecker reinpasst? Liebe Zuschauer, das ist meine Frage. Wollt ihr das gerne, dass ich Wegheld würge? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt das unter den Kommentaren. Das ist ein richtig Spaßvogel, Leute. Ne? Ja. So, liebe Zuschauer, jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Wie findet ihr unsere Sportanlage? Ist ja herrlich grün, alles liegt hier so idyllisch mit den ganzen Eichenbäumen. Ist zwar viel Arbeit, aber das Stück habe ich schon sauber und so. Schreibt das doch mal bitte unter den Kommentaren. In den Kommentaren, ja, dann habe ich mich wieder versehen. Oh ja, liebe Zuschauer, wir wollen gerne eine Frage- und Antwortspiel machen. Wie Spiel? Ein Video machen? Ja, ein Frage- und Antwortspiel. Also Video. Video. Also stellt eure Fragen in unser Video und wir beantworten sie. Was? Nee, komm, lass. Wirst du doch wohl vernünftig erklären können. Ich habe gerade gesagt. Oh ja, liebe Zuschauer, wir wollen gern ein Frage- und Antwort-Video machen. Also stellt eure Fragen in unserem Video und wir werden sie beantworten. Wo sollen Sie die Fragen stellen? In unseren, unter den Kommentaren. In den Kommentaren. In den Kommentaren, ja. Das ist aber unter oder in, das ist egal. Hauptsache, sie stellen die Fragen. Da kommt keine Sau drauf. Da kommt nie drauf, weil die jetzt gleich das unterschreiben, was das ist. Mir hat die Schnauze voll. Wenn ihr Lieben das wisst, schreibt das in den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare. Weil ich habe keinen Bock mehr, auf so eine Scheiße zu erklären. Schönen Tag noch. Boah, ist das bescheuert von denen. Erzähl kurz die Geschichte. Ja, wir hatten da ja, am Norden haben wir ja was gedreht. Und dann hat wirklich gesagt, komm, ich lade euch auf dem Eis ein. Wir sitzen da. Und wer hat kein Portemonnaie mitgehabt? Er nicht. Und wer musste zahlen? Ich. Und wer hat das größte Eis gehabt? Wir gezielt. Da warst du richtig sauer, ne? Ja. Stellst du sofort ein. Und wer zahlt? Ich. Weil du genau vorher wusstest, dass ich zahlen musste. 35 Euro habe ich bezahlt für das ganze Eis. Weil du, fettes Niefelder, so ein achtstöckiges Eis bestellt hast. Ich habe so kleines Eis gehabt. Nee, aber du haust dir das rein und dann sagst du auf einmal, oh, ich habe gar kein Portemonnaie mit. Habe ich vergessen. Ja, hör auf mit deinem Vergessen. Aus deinen Tricks lerne ich, da kannst du drauf achten. Habt ihr auch solche Freunde, die sich gerne einen ausgeben lassen? Dann verlinkt ihr auf die Kommentare. In die Kommentare. Ja, dann in ich fange jetzt schon wieder mit dir an. In, auf, daneben, hoch, links. Liebe Zuschauer, wie hättet ihr das Dach gebaut? Schreibt das in unter den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare, da fängt der schon wieder an auszubessern. Also, nee, das kann er. Verbessern. Ja, verbessern, ausbessern. Setz den Satz nochmal von vorn. Liebe Zuschauer. Wie hättet ihr das Dach gebaut? Schreibt das in unter den Kommentaren. In die Kommentare, Udo. Leck mich am Arsch. So, das kommt jetzt von ganzem Herzen. Danke, dass ihr alle noch so dabei seid und uns so unterstützt. Schreibt das doch gerne mal in den Kommentaren. Du hast es richtig gesagt. Du sagst ja sonst immer unter die Kommentare. Ja, in den Kommentaren. Und was sollen die in den Kommentaren schreiben? Dass die uns so... Ja, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Oh, was scheiße. Ich hab also ja, sag doch einfach von Herzen. Von Herzen. Nein, sag doch einfach von Herzen, was sie in die Kommentare schreiben sollen. Dass das von Herzen kommt. Nein, was? Du wolltest doch, dass sie irgendwas in die Kommentare schreiben. Ja, liebe Zuschauer, schreibt einfach in die Kommentare. Nee, macht mal einfach alle ein Herz in die Kommentare. Ja, macht mal alle ein Herz in den Kommentaren. Das tut Wilk und Udo auch richtig gut jetzt. Liebe Zuschauer, habt ihr mal einen Wunsch, was wir machen sollen? Zum Beispiel jetzt Wilke soll Trecker fahren oder Wilke putzt die Halle oder Udo spielt Schach oder wir kochen zusammen. Dann schreibt das mal unter den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, was ihr für einen Episodenwunsch habt. Ja. Liebe Zuschauer, schätzt mal, wo Wilke und Udo im Januar hinfliegen. Schreibt das mal unter den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare. Du sagst immer wieder unter die Kommentare. Ja, in die Kommentare. Du freust dich richtig, ne? Ja, ich freue mich richtig. Willst gar nicht fragen, wo Fiete ist? Ey, der brauche ich nicht fragen. Den hast du sicher bei Mama. Nee, frag, wo er ist. Wo ist Fiete denn? Im Fitnessstudio, hat gerade einen Bauchbeine-Po-Kurs. Siehe dein Wilke an! Siehe den Mann an! Bauchbeine Po-Kurs! Jesus, nee! Gott, oh Gott, ich werd schlecht! Ey, liebe Leute, wenn ihr auch so einen guten
einen Kommentar ab oder einen Spruch ab, wo Fiete ist. Schreibt das eben unter den Kommentaren. In die Kommentare. Ja, dann in die Kommentare. Mir doch scheißegal. Du hast mich heute ein bisschen gesagt. Eigentlich wollte ich dich umbringen. Oh Gott, oh Gott. Ja, liebe Zuschauer. Uns würde mal interessieren, was gibt's bei euch denn Heiligabend zum Essen? Ja, genau, das ist immer schön. Ja. Was essen die Leute Heiligabend? Ja, und dann schreibt das bitte in den Kommentaren. In die Kommentare. Ja, wieder verbessern. In die Kommentare. Ich darf nicht so schreiben, ich habe den Hund auf dem Arm. Die Leute beschweren sich auch ständig, dass man mich nicht sieht, deswegen stelle ich mich hier jetzt hin. Guck mal, Udo, wie groß bist du? 1,78 Meter. Klötenheit. Also, ich nehme die Kamera jetzt wieder in die Hand. Nee, du bleibst auch mal vor der Kamera. Das sieht aber mal bescheuert aus, wenn wir hier so reden. Ja, mach hier nichts, endlich sieht ich man wieder Kamera. Endlich sieht man mal bescheuert. So, Kamera wird wieder gedreht. Leute, wenn ihr mehr Wilke sehen wollt, dann schreibt unter den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare, dann ist doch scheißegal. Auf, in, daneben, ist doch egal. Leute, wenn ihr Wilke sehen wollt, dann schreibt... Mehr nicht Wilke sehen wollt, das klingt ja wie eine Dating-Anfrage. Oh ja, da kriegst du sowas. Hallo, ich bin die Susi. Ich hätte Interesse an dich. Was? So kommt das denn. Jetzt zu meinem ganzen Satz. Also Leute, wenn ihr Wilke vor der Kamera mehr sehen wollt, dann schreibt in den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare. Wenn Wilke mehr vor der Kamera kommen soll, dann schreibt einfach in den Kommentaren mehr Mettwurst. Das passt. Ja, liebe Leute. Schreibt unter den Kommentaren, wie ihr das Tattoo fandet. In die Kommentare. Ja, in die Kommentare. Wilke, das ist doch egal. Die wissen ja, dass sie das drunter schreiben sollen. Was sollen sie drunter schreiben? Ja, wie sie das Tattoo fanden. Und wer uns lieb hat, das ist jetzt ganz wichtig, dann teilt das Video, richtig teilen. Explodiert. Du explodierst vor allem. Muss explodieren. Ja, damit. Nee, aber Leute, wenn euch, das will ich, wenn ihr euch uns an Herzen gewachsen seid, und an ihr oder ich, oder wir, oder alle am Herzen gewachsen, dann teilt das Video. Das muss richtig mal explodieren. So. Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Habt einen schönen Sonntag. Bis Mittwoch.